So Leute, heute packen wir was aus, und zwar was ganz Spezielles, eine Sonderanfertigung aus Holland für die Spurweite 2M, zwei lange Personenzugwagen. Und da gucken wir mal, was da drin ist. Das hat ja schon sehr intensiv eingepackt hier. Doppelt und dreifach verstärkt, damit da beim Transport nichts kaputt geht. So, das ist wahrscheinlich jetzt in diesen Kartons drin. So, dann schauen wir mal. So. Gut, das wird wohl der erste Wagen sein. Was am dümmsten machen. Ah ja, da habt ihr schon was zu sehen. Eds Gartenbahn, EW1 Wagen. Genau. Also man sieht schon, das ist ein RAB, zweite Klasse. Und dann schauen wir uns das Teil mal an. Schon mal. Also früher hatte der noch nicht einmal richtige Boxen. Michi, dreh's mal so. Ja? Genau so, ja. Ah, okay. So. Wieder an? Das läuft schon die ganze Zeit. Ah, nee. Falsch. Das ist die Furka Oberhalbbahn. FO. Da ist ja kein RAB, sondern FO. Furka Oberhalb. So, das ist eine Sonderanfertigung. Also man kann bei Eds Gartenbahn kann man ihm sagen, was man haben möchte. Welche, also Spurweite ist klar, der macht ja nur 2M für die Gartenbahn. Also welche, ob man Furka Oberhalbbahn haben möchte, RAB haben möchte oder BVZ haben möchte, er macht es ein, und er macht auch entsprechend erste, zweite Klasse, erste, zweite Klasse. Das ist jetzt ein typischer A-Wagen, B-Wagen. Genau. Was man aber dazu sagen muss, da sind schon zwei Sachen abgebrochen. Was ist abgebrochen? Die Trittstufen. Okay. Jetzt gibt es welche. Ja, das macht nichts. Oder irgendwie abge... Ja, das kann sein. Aber das ist so beigelegt. Kann man wieder dran machen. Das ist auch... Kann man wieder anmontieren. Das wird so angemacht hier. So. Genau. Wie gesagt, er hat diese 3D-Technik. Und da kann er eben diese langen Wagen produzieren. Wichtig ist hier, die Wagen sind in etwa 80 cm lang. Zum Vergleich, die Wagen von LGB sind ungefähr 62 cm lang. So, bitteschön. Genau. Tun wir die doch schon mal rauslassen. Das lasse ich auch gleich draußen. So, das ist Nummer 1. Ja.
wir ein bisschen aufräumen hier. So, dann schauen wir mal. Das ist jetzt das zweite Paket. So, das soll jetzt ein RAB-B-Wagen sein. Schauen wir mal. Läuft die Kamera? Ja. Da soll jetzt ein RAB-B-Wagen drin sein. Also er hat jetzt immerhin schon mal ordentliche Verpackungen. Hat er vor Jahren noch nicht gehabt. Also die Beschriftung passt schon mal. So. Das sieht es nicht. Also hier ist wenigstens schon mal nichts abgebrochen. So, das ist jetzt der B-Wagen der Rätischen Bahn. Übrigens alles in der Beschriftung und Lackierung der 80er Jahre. Bitte schön. Sehr schön gemacht. Bremsschläuche, alles dran. Und die Wagen haben natürlich eine Innenbeleuchtung. Und jeder Wagen von Eds Gartenbahn hat eine Decoder, einen Funktionsdecoder. Das heißt, jeder Wagen, da lässt sich die Beleuchtung eben digital ein- und ausschalten. Und auch dieser Wagen hat eine respektable Länge von 80 cm. So, das ist der B-Wagen. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis demnächst. Und tschüss.